Oh, das ist auch selten, dass ich mal eine Aufnahme starten kann, während ich angegriffen werde. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Okay, gucken wir uns mal die Def von Thorsten an. Mal sehen, ob er überhaupt deft hier. Ist ja mal so ein bisschen so ein Farmdorf. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans auf einem Samstag mit mir, dem gleichnamigen Thorsten. Und natürlich sneaken wir, aber ich wollte euch heute wenigstens einmal so ein bisschen Clash of Clans zeigen, denn mir ist gestern ja was Unglaubliches passiert im Livestream. Ich konnte es selber gar nicht glauben. Ich glaube, meine Fassungslosigkeit hat man auch gesehen. Man hätte es auch klippen lassen können, weil ich war so von der Socken, aber der kriegt, glaube ich, mein Rathaus auch nicht wirklich. Da fehlt ihm wohl noch so das ein oder andere i-Tüpfelchen, was wir gleich sehen werden. So viel sei schon mal verraten, aber es wird funny, kann ich euch sagen. Okay, der Kollege hier hat ein bisschen was geholt, das ist ganz gut, dass meine Lager ein bisschen leerer werden und ich vielleicht noch so ein kleines bisschen hier raussammeln kann, beziehungsweise mit einem Angriff vielleicht, knapp, ein bisschen Dunkles kann ich erholen. Aber im gestrigen Clankrieg hier in der CWL, wir haben ja überhaupt keine CWL gesehen, unglaublich. Unglaublich, Leute. Die Nummer 8 hier, gelegt vom Avatar. Ich konnte es selber gar nicht glauben. Aber Smash. Und zwar mit den großen Bowlern und mit den Yetis. Und zwar, ja, tatsächlich, wie ich eigentlich safe nie 2 Sterne holen würde. Also entgegengesetzt des Rathauses. Aber es bot sich halt an. Maxed out Rathaus 14 Base gegen einen Rathaus 14, der die Helden auch noch nicht ganz max hat und von den Begleitern mal ganz abgesehen noch lange nicht max hat, aber es ist mir mal gut gelungen. Ich wollte euch das einfach mal festhalten. Ich muss mir mal selber ein bisschen auf die linke Schulter klopfen, denn das passiert ja nur alle Jubeljahre, und wenn das dann mal passiert, dann will ich das natürlich auch für die Ewigkeit festgehalten haben, dass ich mal wieder endlich auf dem 14er gedreiert habe und dann auch noch mit Avatar, also nicht mit meinem besten Dorf, muss man ja ganz klar sagen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe aber auch mit meinem Hauptdorf 92% Timefail geholt, also auch da bin ich eigentlich im Moment in einer ganz guten Spur. Hier hatte ich dann ein bisschen Sorge, dass der Warden nicht zurückkommt, aber er kommt zurück. Perfekt geworfener Gift hier. Eigentlich war der Gift blind geworfen, glaube ich. Aber ich habe mit einem Auge gesehen, dass da nur Kleinvieh rauskam. Die Scattershot hier sehr, sehr schnell weg, weil beide natürlich auch in so einem kleinen Abteil standen. Das heißt also, da bouncen die Bowler natürlich super, super durch. Da müssen die keine langen Wege gehen zum nächsten Scatter oder sowas, sondern die waren beide fast instant weg. Und am Ende ploppt hier natürlich noch ein bisschen da oben eine Tesla-Farm auf. War aber nicht so schlimm, denn ihr seht das selber, Heiler noch dabei, die Super Bowler noch dabei, die Queen noch dabei. Das sind ja noch reichlich Truppen, die hier noch was reißen können. Da ist auch noch ein Yeti. Und die Super Bowler sind halt eine echt coole Truppe, wenn es natürlich um solche Angriffe geht. Letztendlich habe ich sie mal wieder ausgebildet gehabt, weil ich gedacht habe, du könntest mal wieder ein bisschen smashen hier. Aber dass das so cool ausgeht, und ich habe hier auch ein bisschen mitgefiebert. Ich habe gesagt, Leute, ihr braucht jetzt nur außen lang, denn hier unten ist kein Gebäude mehr drin, also nicht mehr erreichbar. Und gerade von den Bowlern sind die ja noch erreichbar, auch wenn jetzt noch ein paar Gebäude hier in der Base gewesen wären. Ich hätte sie rausgebowlert, und das hat mich ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Aber trotzdem verloren. Auch das ist nicht so schlimm. Glückwunsch an den Clan Hostel, das ist ein deutscher Clan übrigens, gegen die wir gespielt haben. Ich glaube, das ist schon der zweite deutsche Clan hier in der Liga. Und die haben natürlich so ein bisschen unsere Schwäche ausgenutzt. Sei ihnen auch gegönnt. Unsere Schwäche sind Rathaus 12er im unteren Bereich und Rathaus 13er im unteren Bereich. Okay, wir gehen rein in den Sneak. Das war's aus der Liga. War nicht viel diese Woche, ich weiß. Aber es kommt noch Clanstadt, es kommt noch ein Update und so weiter. Lasst uns auf den Desktop springen, was uns heute erwartet. Womit fange ich denn eigentlich an? Mit dem wirklich lustigen Teil, oder fange ich mit dem... Ich fange mal mit einem Teil an. Oh, ihr hört es jetzt schon. Okay, warte, ich muss mal gerade ein bisschen leiser machen.
Sehen tut ihr es ja noch nicht. Warte mal. Eben mal das nach da geschoben. Das nach da gemacht. Das klein gemacht. Das aus. Größer gemacht. Oh. Sehr schön. 1, 2, 3. Zack. Da sind wir wieder. Oh. Wir können es sogar noch ein bisschen größer machen. Nach da. Bis an mein Bildchen ran. Perfekt. So können wir es lassen. Ja, die Zauberfabrik geht ein Level hoch, Leute. Das heißt, wenn die Zauberfabrik ein Level hoch geht, dann haben wir oder bekommen wir einen neuen Zauber. Und dieser neue Zauber, kann ich euch sagen, der hat es in sich. So nach dem Motto, Raumschiff Enterprise lässt grüßen. Also nicht, doch Scotty Energie hieß es da, glaube ich, immer. Ne? Oder Scotty Beam Me Up. Hieß das, glaube ich. Der Energiespruch war, glaube ich, immer auf der Brücke. Und ihr könnt das mal eben anschauen. Ich musste mir das auch zweimal angucken. Oh. Das war sehr laut gerade. Okay, also, er entlockt uns den sogenannten Recall Spell. Total Recall Spell. Also, du kannst die Truppen zurückholen und kannst sie an einer anderen Stelle wieder einsetzen. Das ist funny, oder? Das sieht auch funny aus. Ihr werdet das gleich sehen. Okay, dauert auch gar nicht so lange, nur 9 Tage, hurra. Und jetzt macht der Kollege sich hier 3 Stück davon. So sieht er aus. Also attacking going badly. Also die Attacke findet nicht so richtig gut für die Stadt. Und deine Truppen sind noch am Leben, sage ich mal, und du könntest sie an einer anderen Stelle besser einsetzen, nimmst du einfach den Spell hier. Ja, nimmst du einfach den Spell hier, 90 Kapazität auf Level 4, also 90 Truppenkapazität hier. Man kann es natürlich keine ganze Armee zurückholen, aber 90 ist schon mal ganz schön viel. Ja, stellt euch vor, 90 Barbaren, die du an einer Stelle rauslässt, 90 Barbaren, die du sicherlich nicht an einer Stelle wieder einfängst und rauslässt, aber das ist funny. Das ist funny. Ihr werdet das gleich sehen in einem, ich glaube, so eine Art Clankriegsangriff. Und ja, da hat man sich was bei gedacht. Also genau hingucken. Ich mache auch mal Pause, um natürlich das Video unnötig in die Länge zu strecken. Also wir haben den Pekka. Ja, Pekka ist lass mich gerade lügen. Pekka hat 25 Wohnraum. 90 können wir zurückholen. Also haben wir im Moment 50 Wohnraum eigentlich hier auf dem Feld. Und der Kollege denkt sich dann, Mensch, die beiden Lager sind doch nicht so prall. Ja, die werden ja schon angeschossen. Also callt er sie zurück. Habt ihr das gesehen? Hier unten rechts müsst ihr gucken, da wo meine Maus so ein bisschen ist. Da seht ihr jetzt, dass hier der Recall-Spell aktiv ist. Und den kann ich wahrscheinlich dann spielen, wo ich will und wann ich will, weil hier läuft jetzt kein Timer ab, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und in jedem Fall setzt er die einfach an einer anderen Stelle aus. Ich meine, sie haben jetzt schon ein bisschen Schaden genommen, ja. Aber ist das cool oder was? OMG. Was werden wir für Taktiken sehen, Leute? Zack, macht er gleich nochmal und nimmt sich die Seite da oben vor. Er geht gar nicht echt. Okay, jetzt muss er Gift werfen, weil da brauchen die Packer einfach zu lange für. Macht er auch. Ah ne, doch, hat er gemacht, ja. Hat er gemacht. Und callt die nochmal für die andere Seite jetzt. Da sind natürlich auch Fallen. Da hat er auch noch ein Gift für. Schmeißt er auch sofort wieder. Perfekt. Also, was haltet ihr von dem Spell? Recall-Spell, Zurückhol-Spell oder so. Wenn man es eindeutschen. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ich gucke nochmal gerade. Ich muss nochmal gerade ein kleines Stück zurückspulen und in die Stats gucken. Housing Space 2. Das ist klar, Ground und Air, also auch Lufttruppen werden damit zurückgeholt. Und mit dem Ding bin ich ja echt mal gespannt, was man damit reißen kann. Mit minimalen Aufwand, sagen wir mal so. Mit minimalen Aufwand. Ich meine, wenn du 90 Truppen natürlich da reinkriegst, ist das perfekt. Die du immer wieder an eine andere Stelle setzen kannst, bis sie halt hin sind. Aber heftig, oder? Meine Herren. Wird aber noch heftiger. Wird noch heftiger. Es kommt eine neue Belagerungsmaschine. Es kommt eine neue Belagerungsmaschine auf uns zu. Und zwar... Na, was meint er? Habt ihr eh schon gesehen oder gewusst?
denke ich mal. Es kommt ein Bohrer. Also irgendeiner hat es hier so ein bisschen mit den Bohrern. Wir haben den Diggi, der ja auch sich durch die Erde bohrt. Wir haben den Phönix, dessen Ei noch in der Halberde ist. Und wir bekommen jetzt noch eine Belagerungsmaschine, den Bohrer. Oder er heißt hier Battlebohrer, Kampfbohrer. Also, so sieht er aus und passt natürlich absolut zum Design der Battle-Maschinen, immer so ein bisschen in Rot gehalten, mit so einem metallischen Glanz. 18 Tage braucht der Workshop dafür, okay. Ja, ich habe die ganzen Tage noch gar nicht zusammengezählt, wie lange dieses Update braucht, bevor wir überhaupt mal so ein bisschen auf der Spur sind und alles haben. Aber das Ding ist mal echt stark. Das Ding ist mal echt stark. Ihr werdet das gleich sehen. 4 defensive Gebäude gegen den Drill, gegen den Battle Drill, also gegen den Kampfbohrer. Damage 550, Hitpoints 5500, Trainingszeit ist klar. Housing Space 1 ist klar, Movement Speed 24 ist ganz schön fix, finde ich. Und wir sehen ihn jetzt in Action. Also hier einmal abgelassen. Bohrt der sich durch. Ich meine, der bohrt natürlich dann auch unter Mauern. Muss man auch ganz klar so sehen. Aber ihr seht das, er kommt den King immer wieder. Der King will gerade so natzen. Ja, kriegt einen Hit raus und zack geht der Bohrer weiter. Aber ihr seht auch, er geht erstmal auf defensive Gebäude, bevor er dann auf, also nicht defensive, also doch defensive Gebäude, also auf Verteidigung, bevor er sich dann was anderes nehmen würde. Da kommt natürlich Clanburg raus, ist ja eine Verteidigungsmaschine, da kommt Clanburg raus. Und wenn der Packer, nee, wenn die Packer-Dame hier den die Kanone geschafft hat, nimmt er sich die Platte vor oder nimmt sie sich die Platte vor? Ja, ist auch immer. Ne? Man sieht so ein Blechding und sagt immer, ach, die freundliche Dame. Ja. Also soweit der Bohrer hier. Also eine neue Belagerungsmaschine, einen neuen Zauber. Das ist jetzt nicht viel. Aber ihr wisst selber, auf dem Feld kann das viel sein. Ja, auf dem Feld kann das viel sein hier. Und es belebt in jedem Fall wieder das Geschäft. Also wenn es darum geht, welche Kampfmaschine nehme ich denn mit in den Clankrieg und Underground Towards the Nearest Defense, also habe ich ja gesagt, geht erstmal auf die Defense. On Arrival it pops up to stun, also stunt auch die Defensive und demoliert sie mit dem das Tabli Drill. Oh Gott, desaströs. Okay, sieht aber schon mal wieder sehr, sehr gut aus und ihr seht das, Truppen kommen auch raus. Das Loch ist natürlich, oder die Luke ist ein bisschen klein für die größeren Truppen, aber da quetschen die sich dann einfach mal so durch. Ich hoffe, die kleine, aber feine, zack, Aufnahme von heute hat euch trotzdem gefallen. Also zwei kleinere Sachen sind es heute nur geworden, aber ich meine, die beiden Verteidigungen waren auch zwei kleinere Sachen, große Auswirkungen, 4 neue Begleiter und jetzt eine neue Belagerungsmaschine, also neu. Und einen neuen Zauber, also auch neu. Es kommen also auch neue Sachen. Ich weiß schon wieder, wo die Reise später hingeht. Ja, wenn das Update erstmal da ist, werden natürlich alle sagen, nichts für die kleineren Rathäuser. Ja, aber mal so gar nichts. Man hätte ja jetzt auch sagen können, pass mal auf hier, den Zaubertower, den gibt's schon ab Rathaus 7. Ja, um das ganze Geschäft mal wieder zwischen 7 und 15 zu beleben, hat man aber nicht gemacht, sondern das behält man sich, oder diese Sachen behält man sich dann wirklich den Max-Spielern oder nicht den Max-Spielern, sondern den End-Content-Spielern vor, sodass die anderen Spieler natürlich immer noch einen kleinen Anreiz haben, ich will das auch haben und leveln dementsprechend schnell, schmeißen Juwelen ein und so weiter, finde ich eigentlich. Ja, ich bin so ein bisschen geteilter Meinung, was solche Sachen angeht, aber natürlich gibt es auch für Rathaus 1 bis Rathaus 14 völlig neues Spiel, weil alles ist reduziert, Bauzeiten reduziert, Kosten reduziert, Laufzeit habe ich schon gesagt, reduziert und das für alle Helden, für alle Einheiten, für alle Gebäude, also das betrifft dann auch immer die Kleinen, das darf man auch nicht verkennen, ich kenne das Genöle ja selber, wieder nichts für mich Neuner, ich muss immer noch einen Golaloon machen, den ich jetzt schon im, weiß ich gar nicht, 8. Jahr mache, mit meinem Rathaus Level 9, 10, 11 und da kommt dann nichts. Ich weiß genau, wie euer Gefühl ist, aber ist ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Alles klar, ich wünsche euch weiterhin ein schönes Wochenende. Halben Tag habt ihr jetzt schon rum. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in den Livestreams. Ich bin auf jeden Fall für euch. Ich glaube, ich war jetzt täglich am Start. Machen wir ruhig so. Ist nicht alles nicht so tragisch, macht ja auch Laune.
mit euch so ein bisschen über die Sneaks zu sprechen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Euer Toto. Best.